Ich habe Donnerstag eine Rede im Deutschen Bundestag, und zwar wollen wir, dass Waffenexporte mit einem Veto auch aus dem Bundestag belegt werden können. Jetzt ist es so, dass also nur die Bundesregierung über Waffenexporte entscheidet, und das halten wir für falsch. Kennen Sie noch hier diesen Spruch von den Grünen? Zur Bundestagswahl sind Sie angetreten, damit zu sagen, dass Sie keine Waffen in Kriegsgebiete liefern wollen. Das war auch Konsens über all die Jahrzehnte. Jetzt brechen die Grünen damit. Wir kennen das alle. Im Ukraine-Krieg werden Waffen geliefert. Und mit diesen Waffen verlängern wir diesen Krieg. Und das ist eben ganz fatal. Aber das ist nicht das Einzige, womit wir also im Deutschen Bundestag konfrontiert werden, wo die Grünen also fanatisch sind, wo die Grünen ideologiebetriebene Politik machen. Das ist natürlich bei den sogenannten Klimamaßnahmen der Fall. Wir erleben im Deutschen Bundestag, dass also die Grünen jetzt aggressiv auftreten, dass sie sich sagen, wir sind moralisch hochstehend, wir dürfen vieles und wir dürfen mehr als alle anderen. Und wir dürfen also jetzt auch Eigentumsrechte einschränken. Wir dürfen überlegen, dass die Leute einfach mal tief in die Tasche greifen müssen, um ihr Heim in ihren Augen zu modernisieren. Und wir wollen vorschreiben, dass die Ölheizungen ausgetauscht werden. Das sagen sich alles die Grünen und machen entsprechende Politik auch. Wir erleben, wie sie also diese ideologiegetriebene Politik versuchen, übergeordnet einzubauen und dann sich entsprechend zu rechtfertigen. Sie sagen zum Beispiel, dass die Windindustrieanlagen, wie wir sie nennen, die Windmühlen, also im nationalen Interesse seien und auch zur nationalen Sicherheit beitragen würden. Also völlig irre. Völlig irre, diese Begründungen, aber sie werden eben genutzt, um ganz schnell Gesetze auf den Weg zu bringen und uns hier in die vorindustrielle Zeit zurück zu beamen und dass wir also nur noch Strom aus Windenergieanlagen bekommen. Das funktioniert so natürlich nicht. Wir haben jetzt am Wochenende gesehen, dass die Kernenergie abgeschaltet wird, und das ist ein ganz fataler Rückschritt, den wir hier haben. Aber wir, die AfD, hat das Programm, dass wir in die Kernenergie wieder einsteigen wollen. Die Kernenergie ist sicher und sie ist die preiswerteste Energieform. Und die Grünen im Deutschen Bundestag, die wollen uns weismachen. Die wollen uns das Gegenteil weismachen. Die sagen immer, Kernenergie ist unsicher und sie wäre teurer als die sogenannten Erneuerbaren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Erneuerbaren sind teurer als Kernenergie. Sie werden nämlich subventioniert seit 2000 und das nicht zu knapp. Und was die Sicherheit anbelangt, es kann kein Super-GAU mehr geben mit der neuesten Generation. Also im Deutschen Bundestag wird gelogen, dass sich in Balken liegen, wenn die Grünen den Mund aufmachen. Das ist fürchterlich, aber das ist so. Und wenn wir uns mal die Stimmenanteile der Grünen anschauen, dann sehen wir, die haben ja eigentlich nur so 16% bei der Bundestagswahl oder in dem Dreh. Und das ganz Fatale ist eben, dass die anderen Parteien längst schon grün geworden ist und Mitläufer geworden sind. SPD ist nichts anderes als eine grüne Partei. Und auch die FDP setzt keine Akzente mehr. Gut, sie haben sich jetzt mal ganz kurz vor Toresschluss noch versucht, für den Verbrenner, für das Diesel- und Benzinauto einzusetzen. Aber dort ist im Prinzip auch auf EU-Ebene das ausbeschlossen worden. Das ist aber, kann ich euch versichern, nicht das letzte Wort, weil die AfD wird auch demnächst, ich hoffe, schneller als länger, Macht in der Macht sein und politische Schicksale und politische Richtungsentscheidungen machen können. Und dann wird es mit uns auch wieder eine Dieseltechnologie geben und mit uns wird es auch wieder die Kernenergie geben. Aber die FDP bleibt eine grüne Partei. Wir sehen kaum Akzente der Unterschiede in der Politik. Und was die CDU anbelangt, die ist ähnlich gestrickt. Also die will manchmal noch die Ampelkoalition in den sogenannten Klimamaßnahmen
überholen und wirft also der Bundesregierung da manchmal vor, dass sie also das Klimaabkommen aus Paris nicht einhalten würden. Also auch die CDU ist hier voll auf dem Trip, unseren Wohlstand mit den sogenannten Klimamaßnahmen zu untergraben und ja, alles durchzusetzen, CO2-Abgaben mit auf den Weg zu bringen und natürlich auch die Windindustrieanlagen in den Wald zu stellen. Also die CDU ist da keine Option. Und wir haben es wirklich damit zu tun, dass wir die einzige Opposition sind im Deutschen Bundestag. Alle anderen sprechen eben gemäß der Ampelkoalition bzw. eben der Grünen. Und das ist eben das ganz Fatale. Energiepolitik, die ist völlig verfehlt. Und das müssen selbst Berichte der Bundesregierung zugeben. Also da gibt es die Bundesnetzagentur, die kümmert sich um die Stromversorgungssicherheit. Und selbst die hat im Januar einen Bericht herausgegeben, wo drin steht, dass die Stromversorgung zwar sicher ist, allerdings unter einigen Bedingungen. Und wenn man sich die Bedingungen anschaut, dann sieht man, dass wir bald mit Stromlücken konfrontiert worden sind. Was sagen Sie, wann haben wir ausreichend Strom, wenn wir importieren und wenn wir Verbraucher vom Stromnetz abschalten? Unter diesen zwei Bedingungen, so steht es in diesem Bericht, ist die Stromversorgung sicher. Was bedeutet das? Import. Wir machen uns abhängig vom Ausland, mehr noch als jetzt. Und das funktioniert auch so nicht, weil im Winter, wo wir viel Strom brauchen werden, alle anderen genauso viel Strom brauchen. Und Frankreich, die heizen also mit Strom, brauchen da jede Kilowattstunde. Und aus anderen Ländern kriegen wir da also auch wenig. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber was es eben in der Stromversorgung, ich glaube, seit dem Krieg noch nie gab, ist, dass also eine Politik sagt, eine Regierung sagt, wir haben irgendwann so wenig Stromerzeugung, dass wir Verbraucher vom Netz abschalten müssen. Das nennt sich dann euphemistisch Lastmanagement. Ein Lastmanagement, ein Wort, dahinter steht aber Stromabschaltung. Das heißt, wenn irgendwo keine Stromerzeugung mehr da ist, die den Bedarf decken kann, dann wird der Bedarf eingeschränkt, dann werden teilweise ganze Stadtteile abgeschaltet werden müssen. Und dass ganze Stadtteile abgeschaltet werden müssen, das ist jetzt nicht unsere Prognose, sondern die Prognose des E.ON-Chefs. Und das ist eben das Fatale. Wir sehen weiterhin, dass die Bundesregierung sagt, wir müssen Gaskraftwerke bauen, aber niemand wird mehr in Gaskraftwerke investieren. Also die gesamte Energiepolitik der Bundesregierung ist gescheitert. Wir haben bisher lediglich das Glück, dass wir noch den Strom haben, den wir haben. Und das ist allerdings viel zu teuer erkauft. Wir müssen Strom ins Ausland verklappen. Das heißt also, wenn man die Windmühlen nicht rechtzeitig runterfahren kann oder wenn sie noch laufen müssen, weil man nicht weiß, was ist in der nächsten Stunde an Bedarf, dann wird ja trotzdem Strom produziert und den muss ich ja irgendwo hinbringen. Das Ausland hat sich teilweise schon darauf eingestellt, von uns Strom nicht nur geschenkt zu bekommen, sondern sich dafür noch bezahlen zu lassen. Und es gab jetzt nach der Abschaltung der Kernkraftwerke dann in der Spitze einen Wert von 88 Cent pro Kilowattstunde. Ne, zum Vergleich, was zahlen andere Länder? Die zahlen vielleicht 15 Cent pro Kilowattstunde als Verbraucher. Wir zahlen, glaube ich, mittlerweile im Durchschnitt, das muss so um die 45 sein, 88 Cent pro Kilowattstunde musste also der deutsche Stromkunde ans Ausland bezahlen, damit dort der Strom, der hier produziert worden ist und nicht anders abgeleitet werden konnte, im Ausland abgenommen wird. Also das ist Wahnsinn, das ist der totale Wahnsinn und das passiert aber nicht erst heute, sondern das passiert schon seit Jahren. Und das zahlen wir alles mit. Wir zahlen auch für Strom, der gar nicht produziert wird. Irre, völlig irre. Und womit wird das alles immer begründet? Begründet wird das damit, dass wir also unbedingt das Klima retten müssen und das nur auf diese Art und Weise geschehen kann, dass wir also unseren Wohlstand schrotten, obwohl wir nur für 1,8% in der Welt verantwortlich sind, menschengemachte Emissionen, und dass er auch überhaupt nichts macht, reißt, wenn wir nichts mehr emittieren. Die Chinesen dürfen noch mal dreimal mehr bis 2030 emittieren, als wir ohnehin insgesamt emittieren. Also völliger Irrsinn, wir werden hier völlig hinter die Fichte geführt und wir werden
Wir machen also die weltdümmste Energiepolitik. Wall Street Journal hat das gesagt. Und ich fürchte, ja, wir machen uns damit weiter zum Gespött auch in aller Welt. Wir sind auch die Einzigen, fast, die aus der Kernenergie aussteigen. Alle anderen steigen wieder ein, vernünftigerweise. Also wir erleben hier ein völliges Desaster. Und ich denke, dass also in 10, 15 Jahren die Geschichtsbücher davon also auch kopfschüttelnd berichten werden. Das Gute an dieser Sache ist, ja, dass es jetzt immer schneller schlechter wird. Klingt vielleicht erstmal komisch, aber leider ist es so. Wir sagen seit Jahr und Tag, das wird auf uns zukommen. Und das sagen wir seit Entstehung der AfD. Und wir dringen nicht durch. Und wir dringen aber erst durch, wenn die Leute selber am eigenen Leib spüren, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und ich prognostiziere, dass wir jetzt an einem Punkt gekommen sind, wo viele sich fragen, was läuft hier eigentlich? Und wo viele sehen, es geht ans eigene Portemonnaie. Deindustrialisierung. Große Konzerne gehen weg und damit Arbeitsplätze. Mittelständler, die haben durch die Inflation jetzt Schwierigkeiten, ihre Produkte auch entsprechend zu designen und herzustellen und dann natürlich auch zu verkaufen. Wir stehen da, glaube ich, an einem Anfang einer ganz unheilvollen Spirale. Ist leider so. Aber auch wieder alles hausgemacht. Alles, was hier passiert, ist hausgemacht. Wir brauchen ja einfach mal nur in andere Länder schauen. In der Schweiz, da ist das überhaupt nicht so ein Thema. Ich glaube, Inflation 3, noch was, ne, wo wir hier 10% haben. Das ist leider alles hausgemacht. Und diese Bundesregierung muss so schnell wie möglich weg. Und wir als AfD müssen uns so schnell wie möglich durchsetzen. Und wir tun das immer wieder im Deutschen Bundestag. Wir bringen die ganzen Initiativen ein und werden also nicht müde, dort zu reden. Und auch natürlich draußen bei den Bürgern, so wie heute hier. Und das ist auch unsere Aufgabe. Und ich bin überzeugt davon, dass wir dieses Land auch umgestalten können, eben zum Besseren. Im Moment sind wir noch nicht. Wir sehen im Moment keinen Aufwärtstrend, das muss man leider auch sagen. Aber ja, es wird nicht immer so bleiben. Ich war 16 und ich hätte mir nie träumen lassen, dass 2 Jahre später die Mauer fiel. Und sie ist dann 2 Jahre später, als ich 18 Jahre alt war, gefallen. Und so schnell, so kann es dann auch bei uns gehen, dass wir die Grünen hier zu Grabe tragen und endlich wieder zur patriotisch-konservativen Politik zurückkehren.